Absolut geil. Finde ich großartig. Also ich glaube, das ist einfach eine coole Gruppenerfahrung für uns wert, egal was da jetzt bei rumkommt. 200 Musiker werden da sein. Es wird einfach abartig geil, diese Erfahrung zu machen. Die Frage ist auch, wie sehr Blues man sein muss, dass man da gewinnen kann. Also es kommt auf so ein Gefühl an und das haben wir auf jeden Fall. Es ist jetzt halt nur die Frage, wie stringent da die Jury ist und sagt, na, nur Bus, der die letzte Öfter. Es ist natürlich völlig absurd, dass man da eigentlich mitmacht. So irgendwelche fünf Butchis aus Hamburg kommen da an und erzählen den ganzen alten Hasen, also versuchen irgendwas über Blues. Also die Ausgangssituation ist ja schon mal ein bisschen gediegen, würde ich sagen. Die German Blues Challenge war für mich erstmal gar nicht richtig greifbar, weil ich irgendwie... Ich hatte total Respekt vor der Veranstaltung und dann waren wir da und ich war total abgelenkt davon, dass die ganze Zeit irgendwie gefühlte 45 Grad im Schatten waren. Und dann haben wir gewonnen und ich war total überrumpelt. Und jetzt, das, was jetzt alles passiert ist in den letzten Wochen, ist super aufregend. Ich verbinde im Grunde mit Wailbird Vielseitigkeit, weil das Schöne ist bei unserer Musik, wir halten uns jetzt nicht irgendwie genau an ein Genre. Das hat zwar alles irgendwie mit Blues zu tun, das ist der Spirit of Blues, der spielt da eine große Rolle und ich liebe auch Blues, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da Standard 12-Bar Blues oder so machen. Also wir versuchen da immer verschiedene Crossover-Sachen zu bedienen, ohne aber einen Bauchladen zu eröffnen, und das ist irgendwie ganz wichtig, dass es nicht beliebig wird, aber doch vielseitig. Und das finde ich schön. Wir können im Grunde alles machen. Also es ist alles fertig, es muss nur noch gemacht werden.